Endspurt für unsere Adlerträger. Das letzte Heimspiel der Saison steht vor der Tür und der SC Freiburg gastiert am Wochenende um 15.30 Uhr bei uns im Deutsche Bank Park und damit ein herzliches Gute zum Trainingsbericht. Sonnige 15 Grad sind es für die Mannschaft von Cheftrainer Oliver Glasner, also damit auch perfekte Trainingsbedingungen. Wenn wir mal auf die Ausgangssituation vor der Partie am Wochenende blicken, wird ganz erkenntlich, dass es um wichtige Punkte für beide Mannschaften geht. Denn der SC Freiburg, der könnte zum einen die erste Champions-League-Qualifikation der Vereinsgeschichte klarmachen und die Eintracht, die könnte eventuell noch den 7. Platz und damit die UEFA Europe Conference League klar machen. Der SC Freiburg muss zumindest mal einen Punkt bei uns im Stadion holen und ist ein bisschen auf Schützenhilfe angewiesen. Union Berlin müsste in dem Fall patzen. Unsere Eintracht könnte Platz 7 noch erreichen, indem Wolfsburg und auch Leverkusen patzen und wir im Deutsche Bank Park ganz klar die 3 Punkte holen. Für 2 Spieler könnte es ein ganz besonderer Samstagnachmittag werden. Kevin Trapp, er könnte mit seinem 235. Einsatz in der Bundesliga an Dr. Peter Kunter vorbeiziehen und sich damit zum Rekordtorhüter der Eintracht krönen. Randall Kolo Muani könnte sich mit seinen 14 Toren und seinen 13 Assists zum Topscorer der Bundesliga machen. Also, wichtig am Ende des Tages ist trotzdem, die 3 Punkte, die müssen unbedingt bei uns hier im Frankfurter Stadtwald bleiben. Blicken wir mal auf die Trainingsinhalte an diesem Mittwochvormittag. Was wurde heute trainiert? Es ging nach einem kurzen Warm-up dann in eine Passspielform auf engstem Raum. Im Anschluss dann ins 11 gegen 11 und zum Abschluss wurden dann noch Standardsituationen trainiert. Wer von den Adlerträgern war heute eigentlich alles mit an Bord? Ja gut, bis auf den langzeitverletzten Hrvoje Smolcic, der sich aktuell in der Reha befindet, haben auch Sebastian Rode und Lukas Alario individuell trainiert. Aurelio Buta, der war anfangs mit am Platz, aber ist dann später wieder zurück ins Profi-Camp geradelt. Und erfreuliche Nachrichten gibt es für 2 Adlerträger. Und zwar für Philipp Max. Er ist seit gestern wieder im Mannschaftstraining mit dabei. Verrät auch im Interview, ob er eventuell am Samstag schon eine Option ist. Das Ganze könnt ihr dann bei Im Herzen von Europa morgen am Donnerstag sehen. Und auch für Christian Jakic. Er ist wieder zurück im Mannschaftstraining, wird langsam aber sicher wieder zurückgeführt. Mal schauen, vielleicht ist er in der nächsten Woche ja sogar wieder eine Option. Für einen ging es noch weiter nach dem Training und zwar für unseren Brasilianer Tuta. Er durfte den Journalisten bei der Presserunde Rede und Antwort stellen. Sí, yo creo que hasta el momento, yo creo que son sentimientos de frustración por los resultados, por los puntos perdidos. Pero nosotros jugadores, los entrenadores, claro que somos siempre los primeros a estar frustrados, a estar decepcionados con los resultados, porque nosotros siempre trabajamos mucho durante los entrenamientos, la semana, y siempre intentamos hacer lo mejor. Pero a veces puede pasar esta cosa, porque también jugamos contra jugadores también de buena calidad, de buena intensidad, jugadores que también se dedican al máximo por la equipo y claro que nosotros nos gustamos de los resultados. Pero ahora lo importante es enfocar el próximo partido contra Freiburg, que será un partido importante a nosotros. Freiburg es un equipo que está peleando ahí por la Champions y jugar contra ellos antes de una final será muy bueno. Also so viel von unserem Brasilianer Tuta zur Partie am Samstag. Wir verabschieden uns jetzt vom Trainingsplatz im Deutsche Bank Park. Morgen gibt es dann mehr Informationen zum Gegner am Samstag, dem SC Freiburg, bei Im Herzen von Europa. Und am Samstag dann noch die Matchday-Show mit Albert Staudt. Schaltet auf jeden Fall ein und bis dahin alles Gute für euch.